Manchmal muss man aus dem Bauch heraus einfach machen. Ich habe mir so gedacht, naja, brauchst du ein bisschen Fantasie? Das ist ein Witz eigentlich. Die wollten aus dem Haus und aus dem Haus sollte eine Art Zwei-Zimmer-Wohnung gemacht werden. Der erste Wunsch von mir war, nimm das raus, mach das hell, lass uns diese Wände hier rausnehmen. Es war machbar, aber es war natürlich schon ein Anblick, der ja eher als Aufforderung zu verstehen war. Es musste auch nicht unbedingt jetzt ein barockes Gebäude sein. Wir haben in ganz unterschiedlichen Regionen geschaut. Das heißt, wir waren komplett unabhängig. Aber eigentlich nie irgendwie verkrampft nach irgendwas gesucht, sondern ein bisschen mit Zufall. Und ja, so kam es dann eben, dass wir eines Tages dieses Haus gesehen haben. Genau, es blinkte mit dem schönen roten Dach auf. Also für mich war es sofort klar, lieber auf den ersten Blick. Liebe auf den ersten Blick kann ich jetzt so nicht sagen. Irgendwie so ein Traum war immer da. Du willst mal aufs Land, du willst in einem schönen alten Haus wohnen. Und wir standen vor dem Haus und haben dann erstmal einen Spaziergang gemacht. Ja, das Haus ist ein siebenachsiges, spätbarockes Haus. Das ist so um 1760, 1750, 60 gebaut. Und das Haus selbst ist also eher ein kleineres Gutshaus, aber ganz nochmal Symmetrie in der Mitte, eine wunderbare Holzwendeltreppe, die also hoch geht, die später wahrscheinlich gebaut wurde. Und dann hat man oben diese typischen barocken Rundräume, wo man also rumgehen kann von einem Raum in den anderen. Wurde ja genutzt als Konsum, Kindergarten, also quasi öffentlich genutzt und war auch dementsprechend ausgestaltet mit PVC-Belägen und Styropordecken. Also es sah jetzt auf den ersten Blick gar nicht aus wie das hübsche kleine Landschloss, was ich mir vielleicht geträumt hätte. Wir haben Fassaden, die Löcher geschlossen, Scheiben waren kaputt, wir haben einige Scheiben ersetzen müssen. Das waren so die ersten Sachen, die wir gemacht haben. Im 17. Jahrhundert hatte die mal einen großen Brandschaden und dann hat der einer der Stutterheims, damals waren es die Stutterheims von Stutterheims im 17. Jahrhundert, die das Gut hier bewirtschafteten oder belehnt waren damit. Und die haben die Kirche wieder hergerichtet. Also die Fassade hatte natürlich Schäden. Da wuchs ein Baum wohl so raus. Es waren große Teile rausgebrochen. Das war auch eines der ersten Dinge, die wir eigentlich gemacht haben. Die aus allen Wänden kamen irgendwelche Rohre. Völlig unverständlich war das. Aber überall kamen Rohre hier raus. Ja, und ich habe noch nie so oft mit einer Flex gearbeitet. Also die erste Zeit sind wir wirklich jedes Wochenende, alle Urlaube, alle freien Tage wirklich von Leipzig hierher gependelt. Und, ein Konsum war dann auch hier drin. Wir hatten auch ein Foto, wo dann, als wir reinkamen, die Toilette, da waren dann fünf kleine Kindertoiletten nebeneinander. Das war ein schönes Bild. Es lebt sich hier gut. Also ich bin glücklich hier. Das ist, vieles ist so geworden, wie ich mir das vorgestellt habe. Und die Wirklichkeit, Ansgar? Wir haben ein oder zwei Pullover mehr anziehen im Winter. Es ist nicht schlimm, wenn es mal ein paar Grad kühler ist. Man gewöhnt sich daran, man zieht einen Pulli mehr an. Und es ist eine Lifestyle-Entscheidung.